Hessischer Landtag. Petitionen. Kennst du das, wenn eine Entscheidung getroffen wurde, mit der du nicht einverstanden bist? Manchmal ist es schwer, sich dagegen zu wehren. Wenn es aber eine Entscheidung in deiner Stadt, deiner Schule oder eine politische Entscheidung ist, kannst du deine Bedenken äußern und dich für eine andere Lösung einsetzen. Hast du Ideen zum Beispiel zur Digitalisierung, Klimafrage, zu Schulthemen? Sag deine Meinung. Mit einer Petition kannst du dich an die Abgeordneten des Hessischen Landtags wenden, damit sie sich für deinen Vorschlag einsetzen. Petitionen sind ein Verfassungsrecht und geben allen Menschen die Möglichkeit, sich gegen Ungerechtigkeit und Benachteiligung zu wehren. Egal wie alt du bist und wer du bist. Es braucht dafür nur deine Unterschrift und Adresse, mehr nicht. Es braucht keine Petitionsplattformen, die nicht sorgsam mit Daten umgehen. Petitionen haben dazu beigetragen, die G8-Schulreform in Hessen rückgängig zu machen. Um eine Petition einzureichen, kannst du einfach das Formular auf der Webseite des Landtags ausfüllen. Oder du schickst einen Brief oder eine E-Mail mit deiner Unterschrift. Wie geht's dann weiter? Im Hessischen Landtag nehmen die Politikerinnen und Politiker im Petitionsausschuss dein Anliegen entgegen. Sie fragen die Regierung nach dem Sachstand. Bei Bedarf führen sie mit allen Beteiligten ein Gespräch oder sehen sich dein Problem vor Ort an. Der Petitionsausschuss gibt danach eine Empfehlung ab, über die alle Abgeordneten im Plenum abstimmen. Schließlich wirst du über das Ergebnis informiert. Nutze dein Recht und setze dich für Veränderungen ein. Der Petitionsausschuss freut sich auf deine Ideen.